Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angeln mit Stil. In dieser Folge haben Lars, unser Kameramann Niklas und ich uns auf den Weg nach Italien gemacht, um dort bei einem Teamtreffen von Maximus Fishing und Major Fish mitzumachen. Da wir eine weite Anreise mit dem Auto vor uns haben, wurde der Urlaub ein wenig verlängert. Was wir in diesen 5 Tagen in Italien Mantua am Lago Inferiore erlebt haben, ob wir unsere Zielfische Wels und Schwarzbarsch fangen konnten und welche neue Fischarten wir fangen durften, erfahrt ihr in diesem Film. Und jetzt Film ab. Yes! Geil! Als Angler ist man gerne verrückt und Schlaf ist eine verschenkte Zeit. Keine Frage, dass wir trotz 14 Stunden Autofahrt durch die Nacht sofort unser Boot in Beschlag genommen haben, um den See auf eigene Faust zu erkunden. Und Rapfen, Zander wäre auch okay. Und wenn noch ein Wels drauf knallt, ist keiner von uns böse. Also in dem Sinne, das wird eine spannende Geschichte. Wo ist denn der Lago Inferiore? Wie heißt das? Mantua, glaube ich? Heißt der Ort Mantua? Mantua? Ja. Mantua. In? Italien. So, Niklas. Ja. Fängt ja gut an, ne? Ja. Oh, Fisch, Fisch. Der erste Fisch. Ist das Schwarzbarsch? Hast du ihn gesehen? Ja. Oh. Schau mal, so silberne schon fast, ne? Ja. Sag genau so. Oder hast du eine Märsche gehabt? Die war vorne an dem Mund da. Das habe ich gesehen. Aber der hing. Geil. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Fisch. Ich habe jetzt gerade einen Nachläufer, der guckt gerade, kommt jetzt hierher. Und ist abgedreht. Ist es dann oder ist ein Wels? Wir haben schon 2 Anfasser gehabt. Wollten noch nicht hängen, aber jetzt freut mich schon wieder. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, damit wir gleich einen Fisch bekommen. Da. Was ist das? Ein Wels. Dann ist das ein Katzenwels gewesen, was ich vorhin auch hatte. Geil. Katzenwels. Sonst habe ich selber keinen Biss gehabt. Und dann wird das mürbe, ne? Und jetzt zu dem Zeitpunkt bin ich auch weit über 36 Stunden wach. Da ist man nur noch Gaga. Das sah geil aus, ey. Definitiv. Nein! Das war ein Monster. Ja, ich hab's. Der schwimmt ja noch. Was war denn das? Hast du den gesehen? Das war ein Schwarzbarsch. Alter Verwalter, was ein Loch. Ja, das war spannend. Definitiv. Komm hier mit nach vorne, kannst du besser werfen. Oh! Oh! Geil! Yes. Und das ist. Oh ja, das ist ein guter. Satan! Ab. Yes! Geil! Sauber. Boah, was ein schönes Tier, du. Affenpapa von Fred Kutowski. Danke, Fred. Wow. Wenn er jetzt größer als 65 ist, ist es mein PB. 70 cm, neuer PB. Ich bin aber sowas. So, noch einmal Topwater angeln. Absolut geile Sache. Massimo Stauder hat es mir beigebracht. Ich habe es jetzt nochmal in Italien umgesetzt und man sieht Erfolg.
Was für einer. Schnell wieder ins Wasser. Yeah. Vielen Dank fürs Keschern, Dennis. Jetzt bist du dran. Und mit diesem tollen Fisch beenden wir den Tag Nummer 1. Wir hatten zwar noch die eine oder andere Tacke, aber es blieb nichts mehr hängen. Und somit sind wir endlich ins Bett gegangen, um ein wenig Schlaf nachzuholen, damit wir am nächsten Tag frisch gestärkt sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Angeln mit Stil. Der Dennis Knoll und ich sind hier an dem Lago Inferiore. Mega geile Kulisse und wir wollen hier heute Morgen anfangen, ein paar Fische zu stippen und Method Feeder betreiben, damit wir schöne Köderfische haben für unsere Abendstunden. Da geht es nämlich gezielt auf Wels. Und ob wir einen Wels fangen, dieses werdet ihr in den nächsten Stunden sehen. Was machst du denn überhaupt? Wir fiedern heute. Wir fiedern heute. Wir wollen uns ein paar Köderfische fürs Welsangeln heute Abend fangen. Zumindest ist das für die anderen der Plan. Für mich ist es Spaß haben, weil daran habe ich Spaß. Ich hoffe, mich damit entschneidern zu können, aber ich habe jetzt gerade meinen ersten Biss gehabt. Und das Witzige ist, er kam auf einmal unter unseren Füßen, plätscherte das. Ich denke so, geil, was ist denn jetzt los? Ne? Aber auf meine Fiederrute, die da hinten weit ist, da hat es dann gebissen. Aber hing nicht. Also ich bin nicht gut im Fiedern. Ne, falls ihr Tipps habt, gerne mitgeben. So wie Haken in Hose ist wahrscheinlich so ein Tipp, den man... Warum habe ich eigentlich jeder Folge Haken in der Hose? Oh, ich hab's drauf, das kann man sagen. Ne? Ich weiß nicht, ich packe da jetzt mal 3 Maden drauf. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das sinnig ist oder nicht mit 3 Maden. Aber mir ist egal. Spaß muss machen. Erste Biss gehabt. Das gibt Hoffnung. Und Felix sagte zu mir, ich soll immer auf dieselbe Stelle werfen, ganz ehrlich. Ich werde mit Sicherheit nicht mal auf 15 Meter dieselbe Stelle treffen, wie ich mich kenne. Wobei das schon relativ nah dran ist, um 15 Meter. Fisch? Ja, mega. War ein ganz leichter Biss. Ja, war, würde ich sagen, ne? Ja, wie bei dir. Und ich frage ihn noch so blöd, war das ein Biss? Und dann war die Rute weg. Ja, der hängt. Der ist aber auf jeden Fall kleiner als das, was gerade die Rute gezogen hat. Gefühlt. Was ist denn da dran? Oh, süß. Krausche? So, ihr Lieben, dann schaut euch den mal an. So, ihr Lieben. Erster Fisch. Der ist heute nicht mehr zum Welsangeln gedacht. Okay, das war's. Oh, er hat auch eins. Wenn einer das schafft, dann bist du das. Das ist. Du bist gut, Dennis. Ja, der erste Köderfisch. Ich wollte gerade schon erzählen. Das wird der mir oder einen von uns heute Wels bringt. Nein, wird er nicht. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich gerade Pech gehabt. Einmal nicht aufgepasst und schon hat ein Fisch gebissen auf meine Stippe. Ich versuche es mit der Stippe, Dennis ja mit der Fiederrute. Pose weg, angeschlagen, Rute krumm, Haken aufgebogen. Heißt also, es war doch schon ein etwas größerer Fisch. Habe ihn leider verloren, habe jetzt direkt wieder ein Maiskorn dran, lasse die Pose wieder treiben und hoffe, dass der Fisch gewillt ist, nochmal zu beißen. Außerdem habe ich meine leichte Spinnrute umgebaut. Dort habe ich auch eine Made dran. Dort bastel ich mir jetzt noch einen Futterkorb dran. Nur just for fun ausprobieren. Wenn ein Fisch geht, dann bin ich natürlich auch glücklich. Ja, hier ist nichts dran, aber beim Einkurbeln meinte ein Fisch, darauf hacken zu müssen. Aber das ist Kraut, was ich jetzt dran habe, glaube ich. Nein, Fisch. Oh. Fisch. Geil. Auch hier. Zeigen, aber gut festhalten. Ja. So, jetzt schnell in den Tank damit. Ja, schnell sichern. Oh, der ist besser.
Der geht sogar ein bisschen in Bremse. Du hast ein bisschen nicht gemerkt, aber dafür kurz in Route. Jetzt merkst du ihn gar nicht mehr. Oh, jetzt wird er schwer. Oh. Oh. Alter, was habe ich denn dran? Ja, definitiv. Nee. Yes! Neuart! Bing, bing, bing! Redet mit mir! Was hast du, einen Katzenwels? Ja. Ja, mega. Petri. Geil, neue Fischart. Schön, da freue ich mich drüber. Den wollte ich auch mal haben, neue Fischart. Ich habe gemerkt, die mag ich nicht. Die sind ja richtig garstig, ey. Die willst du releasen, kannst du nicht? Dann haut er dir den Haken in hier seinen Stachel da rein. Die sind ja richtig mies. Oh. Ja, siehst du, Niklas, Karpfen. Jetzt habe ich einfach Felix seine Rute genommen, weil er am Spinnfischen war, aber er will es auch nicht zurückhaben. Nee, den Fisch will ich nicht, den hast du angeschlagen. Oh, Alter. Was kommt denn da jetzt hoch? Was? Oh, schön. Ja, halt rein. Geil, schön. Super, Petri. Ja, Petri, deiner. Jo. Jo, können wir wohl, ne? Nachdem wir genügend Köderfische fangen konnten, haben wir uns dazu entschlossen, noch ein wenig Spinnfischen zu fahren. Unser Rapfenspot vom Vortag hat leider nicht mehr geliefert, weshalb wir den Weg zum großen Wehr aufgesucht haben. Und dort gab es dann den ersten Wallerkontakt bei Felix. Auf dem Crank? Du meinst, das ist ein Waller? Oh, ich habe ihn rausgekriegt, glaube ich. Oh. Servus, ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich einen Waller verloren, einen gescheiten knüppelharten Biss bekommen, hat gut Druck gemacht, leider ist er wieder ausgestiegen. Steckt man manchmal leider nicht drinnen, wenn er blöd karkt ist vorne auf der Maulplatte, kommt halt da drinnen nicht durch. Naja, mal schauen, wir machen weiter und dann sehen wir mal, hoffentlich kriegt man noch einen. Boah, fühlt sich gut an. Kommt mir mitgeschwommen. Kann man nicht richtig. Oh. Oh. Nee, ist eine Barbe. Oder nee, ist Rapp. Yes. Lars. Geil. Wollen wir noch schnell wieder in die Freiheit lassen. Vielen Dank, kommen bald wieder. Ja, ja, so darf es weitergehen. War jetzt eine lange, lange Durststrecke und endlich hat es funktioniert. Aber nicht lange warten, Köder muss wieder ins Wasser. Doch leider blieb es bei der Durststrecke und wir konnten keine weiteren Fische bis zum Abend landen. Doch die erste Nacht auf Waller stand an und wir machten uns bereit, zusammen mit Felix die Köderfische auszulegen, als uns folgende Überraschung ereilte. Oh, da war ein Biss. Da war mir auch. Ja, die Frage ist, hat er mit dem Wurm jetzt weg? Jo, Fisch. Fisch, Niklas, Fisch. Geil. Oh, eine Märsch, hä? So ein Kescher holen. Ja. Geil. Oh, Alter, jeder. Das ist ja geil. Ich mag die Stelle. Ich glaube, eine Märsche, meine erste, oder? Ja! Meine allererste! Wie geil! 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 Meine erste Märsche. Mega gut. Direkt vertikal unter dem stehenden Boot. Über diesen Fisch habe ich mich sehr gefreut, denn es war für mich der erste dieser Art. Und wenn ich etwas liebe,
dann die Vielfaltigkeit unseres wundervollen Hobbys. Nachdem wir den Fisch versorgt haben, haben wir noch gemeinsam die Montagen und Leinen fertig gemacht, während Felix die Ruten ausgebracht und abgespannt hat. Hier ist Teamwork angesagt. Mit dieser Aufgabe waren wir noch bis in die Dunkelheit beschäftigt, während uns dabei die Mücken ordentlich auf Trab hielten. Da wir aufgrund der Wetter- und Windsituation nicht unseren Wunschspot wählen konnten, hatten wir nicht genügend Platz, um alle erlaubten Ruten auszulegen. Diese Chance wollte Lars sich allerdings nicht nehmen lassen, weshalb er kurzerhand eine tote Brasse an einer Pose montiert und neben dem Boot angeboten hat. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass ausgerechnet diese Pose auf Wanderschaft ging und uns eine schöne Überraschung gebracht hat. Hängt? Ja, aber das ist was Kleines, das ist ein Hecht oder so. Das ist aber was ganz, ganz Kleines. So, wie ich den hier rangucke. Das ist doch ein Zander. Oh. Ein Trümmer! Geil! Lars, Alter! Was machst du? Ja. Oh, was ein Trümmer, ey. Auf diese tote Brasse. Auf die tote 35er Brasse. Ja, das ist doch mal wieder ein netter Beifang. Hat sich eben eine fette Brasse einverleibt. Hatte ja eine Posenmontage rausgebracht, um einen Waller zu kriegen. Aber es ist ein Zander gewesen hier. Diese Enttäuschung in seiner Stimme. Nein, ich bin absolut glücklich. Der darf ruhig Freitag kommen. Dies war leider auch der einzige Fisch diese Nacht. Um 2 Uhr haben wir uns unsere Sachen gepackt und sind zurück ins Hotel, um morgens in aller Frische zu frühstücken, das Wetter zu genießen und um uns wieder anschließend auf den Weg zum Camp zu machen. So, einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt Tag 3. Es ist heute ja wesentlich trüber. Eigentlich sollte heute sonniger sein und gestern Regen. Das Wetter hat sich dann anscheinend das wohl anders überlegt. Aber ich finde es gerade ganz angenehm. Mir gefällt das so, es ist nicht zu warm. Und jetzt freuen wir uns auf einen schönen Tag. Wir fangen jetzt an zu fiedern, dann geht es eben kurz Mittagessen. Später gehen wir dann Spinnfischen, um abends dann nochmal wieder die Ruten abzuspannen, weil Lars und ich, wir wollen es auf Wels nochmal unbedingt wissen. Und werden alles geben mit Hilfe von Felix. Aber ein paar Jungs von Major Fish und Maximus Fishing sind schon da. Denn wir haben den Sam und den Nico jetzt schon da aus der Schweiz. Ja, und dann kann es richtig losgehen. Drückt uns die Daumen, dass das geht und dass wir jetzt auch schnell Köderfische kriegen, denn die brauchen wir nämlich. Hi, guten Morgen. Und während wir fleißig Köderfische angeln waren, haben wir es auch auf Schwarzbarsch versucht und waren dabei sogar erfolgreich. Sag ja, der Lars, der fängt alles. Kann ich Kescher holen? Felix, darf ich mal mit rein? Ja, was denn? Lars! So. Hallo. Endlich. Wacky Wurm hat es jetzt geregelt. Danke, Felix. Ich hab's mir bei dir abgeguckt. Bitte, danke. Einfach ganz normal an einem Jigkopf. Unterm Boot weggeholt. Geil, Lars. Sehr schön. Die stehen im Schatten und warten auf Beute. Ja, wie ihr gerade sehen konntet, der Dennis hat jetzt endlich auch einen Schwarzbarsch fangen können. Und wir haben festgestellt, das ist doch tatsächlich der, den ich heute Morgen fangen konnte. Also haben wir beide an einem Tag denselben Barsch gefangen. Und das freut mich umso mehr, auch für Dennis. Damit er hier aus seinem Loch rauskommt, weil im Moment lief das sehr, sehr schleppend. Also Friedfischen kann er ganz, ganz gut. Mit den Raubfischen hat es wohl noch nicht so ganz geklappt, aber jetzt denke ich mal, dass der Fluch gebrochen ist und wir jetzt gleich noch richtig geile Stunden auf dem Wasser leben werden. Wetter ist richtig gut geworden, strahlend blauer Himmel und ich bin ganz, ganz guter Hoffnung. An diesem Tag hat die brüllende Sonne dominiert und uns richtig ins Schwitzen gebracht. Direkt bei den ersten Würfen konnte Lars erneut einen Rapfen fangen, den wir jedoch leider nicht auf Kamera haben. Das war dann leider der einzige Biss des Tages. Während Lars einen schönen Rapfen fangen konnte, durfte ich erneut auf dem Boot schneidern. Doch eine weitere Nacht auf Wels liegt vor uns und unsere Hoffnungen auf den großen Fang sind sehr hoch. Doch klappt es in der letzten Nacht mit dem Wels? Ja, also wir werden jetzt hier vorne in einem 11-Meter-Loch unsere erste Rute, unsere äußerste linke setzen. Dann werden wir einen Strom an Bär hinsetzen, 2 an die fahrenden Kante
auf jeden Fall. Vielleicht noch mal eine extrem weite Route ganz nach hinten ins Flachwasser. Und dann haben wir zwei Fahrerinnen noch hier vorne. Da werden wir auch jeweils eine Route mal platzieren. Und wenn wir dann eine Route übrig haben, werden wir sehen, wo wir noch Platz haben. So, ihr Lieben, es ist jetzt gerade dunkel geworden. Wir haben jetzt unsere zweite und wahrscheinlich auch letzte Nacht. Und unsere letzte oder fast letzte wirklich wahrscheinliche Chance auf Valla. Sieben Routen sind gespannt und eine ist mit Pose ausgelegt. Und wir hoffen, dass da jetzt endlich was geht. Und während wir gerade am Aufbauen waren, war eine von den Routen schon am Krumm gehen, aber habe ich nicht so schnell gerafft. Ich dachte, das wäre was anderes. Und was schwimmt da hinten lang? Ist das Entenfamilie. Eine Entenfamilie, okay. Ja. Und da hinten schwimmt eine Entenfamilie lang. Werden wir hier auf den Biss warten. Drückt uns die Daumen. Wir brauchen Minimum zwei Waller, drei wären am besten, damit jeder einen hat. Weil Lars und ich würden gerne mit unserem ersten Waller des Lebens aus dem Urlaub zurückfahren. Morgen findet nämlich ein Wettkampf statt, ein interner. Und da das überwiegend dann ja, Spinnfischen sein wird und das jetzt die letzten drei, vier Tage schon schwierig war, glaube ich, wenn wir einen Waller haben wollen, dann heute. Also heute. Hängt! Jetzt geht die Schrosi los. Jetzt wird's geil. Du musst die Schnur verlegen, sonst kannst du irgendwann nicht mehr kurbeln. Soll ich den Kescher holen? Großes. Die was? Die Glocke. Ja. So, liebe Freunde, nicht vergessen, abonnieren und die Glocke drücken. Ja, aber der bewegt sich nicht mehr. Und im schlimmsten Falle wirst du mit Schlauchboot hinfahren. Warum? Ab. Ab. Was zur Hölle? Komplett abgerissen. Ja. Was? Ausgeschnitzt oder was? Leider war das der einzige Biss in dieser Nacht. Und dabei waren wir so nah dran. Doch uns bleibt noch ein ganzer Angeltag für uns und die anderen Jungs von Major Fish und Maximus Fishing. Einen wunderschönen guten Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Siesta. Ich bin total kaputt und groggy. Wir haben bis 4 Uhr nachts haben wir durchgemacht. Wir haben einen Waller drauf gehabt, den habe ich leider verkackt, muss man sagen. Kurz vorm Landen ist er doch tatsächlich ausgeschlitzt. Anhieb wahrscheinlich nicht richtig durchgesetzt, dass er sich nochmal freischaufeln konnte. Ja, aber wir versuchen es jetzt nochmal, ganz klassisch nochmal ein paar frische Köderfische sammeln und dann wollen wir unsere Bootsspinnrouten nutzen, einen Schwimmer dran und dann kommt da ein Köderfisch dran und die lassen uns schön abdriften. Vielleicht stehen da im Moment die passiven Räuber drauf und mal sehen, was der Tag so bringt. Morgen geht's schon wieder heim. Ich gehe mit einem traurigen Auge. Ich würde gerne noch eine Woche länger bleiben. Es ist hier sehr, sehr angenehm. Eine super tolle Anlage von Ronny und Team. Also wenn ihr Interesse habt, schaut doch mal bitte Wallercamp La Motta. Also sehr zu empfehlen. Absolut tolle Boote, super Gastgeber und ja, alles mega geil. Nee, das ist ein. Ja, dann hast du endlich den Rapfen. Ja. Peter, Petri. Ja, Petri, Tag. Seht's euch an, das war immer ein bisschen anders als vorgestellt. Ne? Man steht hier und denkt hier Schwarzbarsch, dann holst du aus dem Tümpel einen Rapfen raus. Da raus, aus diesem Loch, einmal reingeworfen, ins Loch rein. Weißt du, wo du gerade noch mal so zwei Würfe machen kannst. Und kurz bevor ich da im Kraut gelandet bin, knallt mir da ein Rapfen drauf.
Herzlich willkommen zum Major Fish Team Treffen. Ich stehe hier mit meinem lieben Freund Alexander Faul. Der wird uns heute noch zum schönen Fisch guiden. Die genauen Ergebnisse, was wir da gefangen haben, das kommt wahrscheinlich nicht auf Video, weil der Niklas nicht dabei ist. So, Freunde, lang hat es nicht gedauert. Hängt die erste Schleimschleuder da dran, du? Bist du wahnsinnig? Packt beherzt zu. Petri, Freunde, jawoll, zeigt euch. So schaut's aus. Aber das schreiben wir dann unten in die Videobeschreibung rein. Und der Alex ist hier seit 25 Jahren einer der besten Guides, die man sich vorstellen kann. Der kennt hier das Gewässer in- und auswendig. Und wenn ihr auch mal Bock habt, so am schönen Po zu fischen oder in Mantua, können wir euch das Wellscamp vom Ronny empfehlen. Und am besten in Verbindung mit einem Guiding vom Alex. Und Alex, wie ist deine Website? hzbfishing.de. Genau. Also schaut mal vorbei, lasst einen Daumen da. Und wir fangen jetzt noch ein paar dicke Fische. Oh, schöner Biss, schöner Wallebiss, schöner Wallebiss. Hast du mir gut gesehen? Nee, ich hab da nicht. Boah, da steht mir gleich die Haare auf. Was ist denn das? Zander. Nee. Das ist kein Zander-Kescher. Leider war dies unser letzter Fischkontakt im Italienurlaub. Aber die Jungs vom Major Fish konnten noch ein paar Rapfen und zwei Welse fangen. Doch auch wenn es für Lars und mich nicht mit dem Zielfischwels geklappt hat, so haben wir einen tollen Kurzurlaub erlebt und konnten mit Katzenwels, Meeresche und vor allem dem Schwarzbarsch sogar komplett neue Fischarten fangen. Das Essen hier in Italien, Mantua, ist der Wahnsinn und im Camp von Ronny fühlt man sich richtig gut aufgehoben. Lars und ich sind uns aber einig. Wir kommen wieder und vielleicht können wir bei einem zweiten Urlaub endlich unseren lang ersehnten Waller fangen. Lieber Ronny, mach schon mal die Boote für uns fertig und vielen Dank an euch fürs Zuschauen.